Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir befinden uns gerade kurz zu Hause, weil es von zu Hause aus schneller geht bis zu unserem Questziel und ich hier noch ein bisschen was abladen kann, ne? Also hier, zack, ein bisschen Gewicht loswerden. Wovon habe ich jetzt mein ganzes Gewicht? Ich verstehe es nicht. Aber du kommst auf jeden Fall rein. Den kann ich nicht reinlegen, aber komm, den Vorschlaghammer legen wir rein. Ja, dann haben wir schon wieder ganz viel Gewicht verloren. Aber trotzdem. Ganz seltsam nimmt man einfach ständig an Gewicht zu. Wenn man nichts Großartiges mitgenommen hat. Waffen. Der Impro-Revolver kann weg. Abgestimmter Verschluss. Okay. Weiß nicht, was ich großartig mit habe, was so viel wiegt. So, ja, obwohl ich die Kiste aufgeräumt habe, haben wir 551 Gewicht drin. Das ist schon nicht cool. Na, gehen wir weiter. So, wir müssen jetzt da hinten hin. Um eins der Komponenten zu finden. Wir werden natürlich auf dem Weg alles mitnehmen, wenn es irgendwas auf dem Weg gibt. Und es leckt gerade ein bisschen. Oh nein. Gehabt. So, unser Ziel befindet sich da unten. Das heißt, auf dem Weg werden wir höchstwahrscheinlich noch einiges finden. Und unser anderes Ziel... Keine Ahnung. Müssen wir wahrscheinlich selber finden. Wegen Stealth Boy. Ach komm, jetzt lass mich hier hoch. Geht doch. Was haben wir denn hier so Schönes? Wenn wir schon mal hier sind, können wir unser Gebiet mal hier erkunden. Was hier alles so Schönes gibt. Eigentlich wollte ich da runter. Oh oh. Nochmal gut gegangen. Ja komm, Zigaretten kann man doch mal mitnehmen. Kann man ja gut verkaufen. So, ich weiß nicht, aber Sicherung kann man bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Was explodiert denn da? Hier hätte man auch gut bauen können. Sieht auch richtig gut aus. Aber vom Schutz her ist unseres besser. Was geht da ab? Will ich das wissen? Das ist alles andere als schalldämpfend. Oh Gott, die Todeskralle ist im Haus. Ne, ist sie nicht. Das sah nur so aus. Oh Gott, er ist bei mir. Holy sh... Okay. Weiß nicht, sie ist runtergerutscht. Es ist nicht weit weg von meinem Camp. Okay. Ja, so viel dazu. Ich habe hier jetzt einen Schalldämpfer dran, ne? Nein. Oh, wo ist die Todeskralle hin? Ist doch hier runtergerutscht. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Entweder ist er dumm gestürzt. Oder Mr. Todesfall ist hier. Du bist aber keine zweite Todeskralle, die ich gerade gehört habe, oder? Ich hoffe nicht. Schallgedämpfter Stecherabzug, Pumpgun. Menschen ersticken würden. Ha.
Toller Schalldämpfer, den man kaum hört. Oh. Ja, ging nochmal gut. Und wir haben eine neue Kampflente. So, Kampflente. Das ist jetzt eine Pumpgun, ne? 65. Auch mit 2 Schuss. Ne, 8 Schuss. Ja, dann Schießkampflente. War mir eine Freude. Du kannst auch weg. Sehr schön. Ja, das freut mich. Neues Gewehr bekommen. Roboterrüstung Torso. Mod legiert. Hat sich schon gelohnt herzukommen. Und die Todeskralle hat hier gut aufgeräumt. Jetzt kriege ich natürlich kein Loot, weil der ganze Loot der Todeskralle gehört, oder was? Ich würde schon sagen. Freut sich die Todeskralle. Ah, ich hab mein Loot. War gut zu wissen, dass hier Todeskrallen rumlaufen. Nein, eigentlich nicht. Und ich freut mich das jetzt nicht unbedingt. Aber wir sind auf dem Weg immer noch zur Quest. Okay. Nicht, dass da bei mir zu Hause irgendwo mal zufälligerweise eine Todeskralle spawnt. Ja, da habe ich ein paar Probleme. Ob ich den von hier aus treffe? Ich bin ein guter Sniper. Ey, ich habe Schalldämpfer an. Sagt euch das Wort Schalldämpfer nichts? Immer noch besser als die Todeskralle. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass hier an jeder Ecke eine Todeskralle rumlaufen kann. Ja, vielleicht ist hier auch nur, vielleicht spawnen Todeskrallen wirklich nur zufällig um dich herum quasi. Das kann auch sein. Ach, das heißt sogar Schemkiste. Ich brauche, glaube ich, ein anderes Zielvisier für die Waffe. Das Zielvisier ist nicht wirklich gut. Nicht wirklich. Überraschung! Ah, ich kann es öffnen. Das ist schön. Wie viele Tresore ich plötzlich finde, die Skillung 2 benötigen. Ist das Zufall oder wird das so generiert? Oh, er hat ja Stufe 2. Jetzt sollten wir immer sagen, dass er Stufe 2 braucht, damit er weiß, dass es sich gelohnt hat. Wer weiß. Jede Rüstung schwer. Ich wollte gerade sagen, wo kommt hier plötzlich die Musik her? AH3A-Kondensator? Nie von gehört. So, was haben wir denn da gefunden? Nicht schlecht. Müssen aber noch Taschen dran gebaut werden. Sonst nehme ich das nicht. Und ich habe gemerkt, dass unsere Ressourcen jedes Mal von jeder Werkbank benutzt werden. Was natürlich ganz cool ist. Muss man nicht immer nach Hause. Da war ich schon drin. Irgendwer sieht mich, ich weiß aber nicht wer. Scheiße.
Du weißt nicht, wo ich bin. Oh, ich liebe Schalldämpfer. Ich bin so froh, dass ich endlich an diesen Schalldämpfer rangekommen bin. Hört sich nach einer Mine an. Aber ich finde es gut, dass sowas jetzt sich jetzt akustisch bemerkbar macht. Ein Offizier. Du hast doch wieder diese hübschen Karten dabei für mich. Das sind keine Minen, das sind diese Codeabschnitte, die man finden kann, die so beep beep machen. N7. Ja, das ist alles Late Game. Ich glaube, das sind Koordinaten. Ich glaube, das sind Koordinaten, die einen dann zu den Silos führen. Früher oder später. So, ich laufe noch in die richtige Richtung, okay. Das andere ist ja da. Das führt mich dann dahin zurück, naja. Okay. Also müssen wir tatsächlich auf diesen Sound achten, damit wir irgendwann mal in die Silos rankommen. Der hat keinen Kopf. Das sind Puppen. Du weißt nicht, wo ich bin. Ich fürchte, jetzt weißt du es. Aber der andere nicht. Na doch. Wie hast du mich getroffen, bitte? 5 Kilometer entfernt. Haut einmal zu. Ist klar. Wie willst du denn das erzählen? Ein Raketenwerfer hat er dabei gehabt. Ja, gut. Dann hatte ich Glück gehabt. Aber den Raketenwerfer nehme ich mit. Und da läuft Musik. Ich will da nicht hin. Wieso ist alles unscharf? Oder hat er mir echt auf den Kopf gehauen? Guck dir das mal an. Die Schweine. Ich habe Schritte gehört. Könnten aber auch meine eigenen sein. Ich will dahin. Da ist eine Dropbox. Airdrop. Dropbox. Eine Dropbox wird da wahrscheinlich nicht sein. Ein Bierhut. Oh mein Gott. Airdrop. Oh, 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 Airdrop. Oh, 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 Airdrop. Ist mir scheißegal. Haut ab. Smite. Ach, das ist abgestürzt. Krass. Fünfzigerpatronen. Oha. Todestamburin? Okay. Warum nicht? Ach, guck mal, wer da ist. Nicht schlecht. Ah, schon wieder der. Naja. Wollen wir da überhaupt hin? Nö, ja, wir wollen ja dahin, ne? Komm, unterwegs werden wir schon irgendwas finden, womit wir unsere Sachen dann wegmachen können. Noch dieses komische Maschinengewehr, das keine Sau braucht. So, keine Todeskrallen hier? Sehr schön. Dann gehen wir jetzt nochmal dahin. Wir arbeiten uns so durch. Je mehr Orte wir finden, umso leichter haben wir es dann zurückzukehren. Ach, Gottes Willen. Bin ich durstig? Ja, komm. Ich meine, eigentlich ist das verschwendet, ich weiß, aber... Kannst du sowieso nicht weitertragen. Oder was soll's? Wir haben das Fleisch. Ja, der Raketenwerfer wiegt natürlich verdammt viel, ne? Na gut. Oh, ich hab Hunger.
Ich habe eine Mutation. Mega. Regelmäßiger Verlust vom Wasser. 44 Minuten lang. Das ist ein Scheiß. Ich höre böse Genossen. Ich höre Vertibirds. Die ganz verwirrt durch die Gegend fliegen. Ein Frachtbot. Was, die sind jetzt böse auf mich. Oh. Hol ich halt den Frachtbot vom Himmel. Au, au, au. Ich glaube, die schießen auf mich. Gehen wir weiter. Sollen die sich einen Keks freuen? Oh, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Das ist so verführerisch. Ich wette, die werden irgendwann abgeschossen. Eines wunderschönen Tages. Hoffentlich verfolgen die mich nicht. Das ist alles, was ich will. Ah, guck mal, wir sind jetzt bei den großen Dingern. Ruhe und Frieden, alter Schwede. Eines Tages, wenn ich stark genug bin, kann ich sie abschießen. Hol ich meine stärkste Wumme raus und dann gibt's aufs Maul. Und fertiges Anwesen entdeckt. Und weiter, was gibt's hier? Überladen. Ach, das sind Anwesen, alles. Oh Gott, wer baut sich denn sowas hier hin? Ich glaube, hier werden wir nicht fündig. Gehen wir direkt weiter. Egal. Hier war einst eine Straße. Kann ich mit dem Auto fahren? Ja, so schön. Würde viel schneller gehen. Aber wir kommen langsam in ein Gebiet, das ein bisschen freundlicher ist. Ja. Mit Luxusanwesen. Wasserverlust, wer hätte es gedacht? Wie konnte ich gerade nicht drauf zugreifen? So, dann hoffen wir mal, dass wir hier irgendwo eine Werkbank finden. Wo wir das tolle Zeug, was wir gefunden haben, loswerden können. Garahan-Anwesen? Dein Name kommt mir bekannt vor. Ah, hört ihr das? Hier ist wieder so ein Ding in der Nähe. Toll, hinten ist offen. Was soll denn das Scheiß? Ein Bohrer, ein Schlosshammer, ein Zettel. Die Schlüsselkarte ist nicht zu finden. Hör mal, ich weiß ja nicht, wo du bist oder warum du so verdammt lange brauchst, aber ich krieg diesen verfickten Aufzug nicht auf. Ich hab's schon mit dem Hammer, mit dem Bohrer und mit dem Schneidbrenner versucht. Verdammt nochmal, selbst mit ein paar Minen hab ich bloß ein paar Kratzer in das verfluchte Ding gekriegt. Woraus zum Henker sind die Teile denn gemacht? Ah, so. Ich habe keine ID-Karte. Und hier kommt das. Ach da. So, W0. Was haben wir denn jetzt alles?
Wofür auch immer ich die eines Tages brauchen werde. Silo Alpha, Alpha, Bravo und Charlie. Ich habe keine Ahnung, wozu ich die brauche. Kann ich doch sehen. Noch ein Offizier. Okay. Okay. Irgendwie kann man nur einen davon haben anscheinend. Keine Ahnung. Poster von Garahan Beggar. Achtung, Powergräber kann erst ab Stufe 25 abgeschlossen werden. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Okay. Wie ein cleverer Bergmann. Immer ein paar extra Hände gebrauchen kann. Ah, die Powerrüstung, die spezielle. Ah, ich sehe schon. Direkt mehrere Sachen vor einmal gemacht. Nice. So. Wie sieht's aus? Kann ich hier irgendwo meine Sachen auseinanderbauen? Ist mir echt nice. Da können wir nicht rein. Oh, gehen wir mal in die linke Tür, aber erst. Terminal. Empfangsterminal. Dann, das ist wichtig. Toll. Dafür funktioniert der ganze Scheiß, ja? Damit der Empfangsterminal stehen kann. Okay. Jetzt sehen wir die Powerrüstung in ihrer vollen Pracht. Nicht schlecht. Aber wir können eigentlich erst bis 25 das Ganze abschließen, wa? Ja, wir kommen sowieso hier nicht weg ohne Werkbank, also können wir auch gleich hier bleiben. Eine Schiene. Wo führst du mich denn hin? Kannst du fahren? Ich fürchte nicht. Ich werde aber zu Fuß hingehen, ne? Wie schnell ich auch die Munition fast schon verbraucht habe. Crazy. Er weiß noch nicht, wo ich bin. Und jetzt ist es zu spät. Mir gefällt nicht, dass sie auf irgendwas schießen. Das könnten die Gräber sein, ne? Auf jeden Fall so eine Art Flammenwerfer. Wieder einer gerade gespawnt, das habt ihr jetzt gesehen. Die haben Spaß. Kämpfen die gegen Geschütze? Bist du freundlich? Nicht gut. Oh. News. Bone. Trip. Away. Tool. Cave.
Live. Oh. Ist hier vielleicht eine Werkbank? Jetzt komm! Danke. Oh. Oh, eine Brandaxt. Ah, eine Brandaxt. Das ist gut. Das ist richtig gut. Na ja gut, Brandaxt ist gut, weil die sehr, sehr stark ist. Ja. 83. Ab Stufe 45, okay. Behalten wir. Für später. Ich will's nicht, ich wollte es nutzen. Abmachen. Okay. Na gut, zumindest habe ich sie gesehen. Gibt Schlimmeres. Exit? Das will ich nicht. Ich wollte jetzt von hier nicht fliehen. Na toll, jetzt kann ich den ganzen Weg zurücklaufen. Geile Nummer. Ah, ich sehe schon. Auch nicht so geil hier die Ecke. Ah. Na gut, dann gehen wir da gleich hoch. Können eigentlich auch direkt zum Halluzinogen-Gas gehen, ne? Rein theoretisch. Weil ab 25 können wir hier erst den Rest fertig machen. Was können wir uns merken? Bleirohr. Oh, komm, das nehmen wir. Wenn wir jetzt noch irgendwie eine Werkbank finden, wäre das richtig gut. Oh, hier brennt alles. Wo ist jetzt hier? Ich hab vorhin Piepen gehört. Geile Nummer. Geile Nummer. Okay, ich bin auf jeden Fall in Appalachia zurück. Und wir haben gerade ein Piepen gehört. Ist jetzt aber wieder weg. Wo bin ich jetzt? Und nur an einer anderen Stelle. Geil. Okay. War das nicht vorher dreckig? Wir sind ja nicht da, wo wir aufgehört haben. Oh, das ist nicht so Vault, glaube ich, ne? Gehen wir wieder rein. Das ist ein Scheiß. Augen, Freunde, ich würde sagen, wir sparen uns den Rest für morgen auf. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Bitte Werkbank. Werkbank hier drin. Oder würde ich sagen, suchen wir weiter nach einer Werkbank und den Halluzinogen. Und hoffentlich finden wir ein bisschen was. Haut rein, euer Zero. Tschüss.